Oh yeah! Neues Gute Fahrzeug Arbeit, und neue Aufkleber. Du hast die Kopfgeldjagd für Marshall abgeschlossen. Hol dir dein neues Fahrzeug, den über den Fahrzeuglieferant. Bei Riggs bekommst du den neuen Aufkleber. Bei Big Riggs, genau, da wollte ich nämlich eigentlich mal wieder hin. Wollte jetzt nochmal vorbeigucken, wo oder wie das aussieht. So, dann holen wir uns doch mal die neue Karre. Geil, warte mal. Da ist aber noch ein Dings, das nehmen wir uns gerne mit. Weil der ist ja unser Scharfschützentyp. Nice, okay. Also ihr seht, Freunde. Wo ist der denn? Der hier ist es gewesen, gell? Ja. Ich bin im Bayou und brauch was zum Fahren. Bin dabei, Junge. Ich lass dich schon mal warm laufen. Nice. Dankeschön. Ich hab hier einen Wagen für dich. So, Radio erstmal ausmachen. Wo ist denn das eigentlich? Wo konnte man den denn tunen nochmal, verdammte Scheiße? Ach hier, da. Big Rigs Custom. Genau. So. Wir machen jetzt mal das da, damit das endlich mal weg ist. Okay, Land ist es aber nicht gut. Ah, irgendwie der Dings da, der. Boah, aber der Sound. Boah, ich muss mal lauter machen. Der ist richtig geil. Der tut schon irgendwie weh. Also, wenn der anfährt, meine ich. Fahren tut das Ding gut. Jo. So viel dazu, wa? So schnell kann's gehen, Freunde. So schnell kann's gehen. Ganz schnell hinüber. Oh. Gratis, dann holen wir uns die Karre doch nochmal. Ich bin im Bayou und brauch was zum Fahren. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Ich bring ihn dir sofort rüber. Und diese Betäubungspistole, die ist eigentlich gar nicht so schlecht, wa? Muss ich sagen. Danke. Hier ist dein Wagen, Boss. Das ist eine große Hilfe. Also ich finde es sehr geil gemacht, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. So, mal gucken, ob es wieder verbuggt ist. Ich denke diesmal nicht, oder? Aber irgendwie konnte ich ja hier kein Truck stehlen. Ich weiß nicht warum. Das Problem ist, hier ist nichts. Hier müssen ja normalerweise Gegner sein. Aber hier ist nichts. Das ist ganz komisch. So, hier ist noch still den Truck. So, dann machen wir als erstes das hier. Rede mit Dovan. Dann gebe ich hier einen Scheiß drauf.
Vielleicht passiert das ja irgendwann nochmal. Ich glaube, ich spare jetzt bis 7000 irgendwie, Freunde. Und dann werde ich Lüftung holen, damit wir ein bisschen mehr Knete rauskriegen. So, Cassandra, wir können Cassandra Geld abholen. Cassandra, genau. Kickback. Also, wie gesagt, Land ist das Auto totaler Müll. Ja. Da lässt sich das total scheiße fahren. So, Dovan, ich komme. Gerade so, mein Junge. Eine ganz fette Karre ist das. Ganz nice. Ich wollte jetzt aber mal was gucken. Ein Upgrade oder so, ne? Irgendwie nett, dass ich wüsste. Aber hier ist Geld. Sehe ich gerade. Uiuiuiui. Oh, da wird hier einfach Geld vergessen. 500. Nicer, da ist er. Aber hier kann man ja quasi eigentlich nichts Großartiges. Nicht, dann kann ja nichts machen, oder? Und da steht ja 5000 zwar, aber... Bei Vito können wir uns auch was holen. Ach, jetzt haben wir das auch. Nice. Sei der König der Straße mit dieser... Oh, nice. Gefällt mir. Das verdammte Gras gutschiert sich nicht von selbst. Ja, ist ja schon erledigt. Glaube ich. Ja, weil hier können wir ja gar nichts mehr machen. Das wollte ich ja nur wissen.
So, Freunde, tut mir leid, aber wenn wir schon gerade... Wenn wir... Alter. Was ist das denn für eine Scheiße? Geht ja gar nicht klar, ey. Gut, ich tue euch nix. So, jetzt gehen wir endlich mal weiter mit der Hauptstory quasi. Ist ja lange nichts mehr passiert. Bin mal gespannt, was jetzt hier noch passiert. Ich würde es da rechts gerne machen. Aber habe ich wieder Schiss, dass das nicht geht. So. Gib mal her das Geld. Boah, fast taui. Nice, kann ich sehr gut gebrauchen. Was denn? Maul halten. Wenn irgendjemand Stress will. Ich bin hier, Freunde. Ich muss öfters Läden, glaube ich, überfallen quasi oder ausrauben. Die haben gut Cash dabei. Lockeres Einkommen, würde ich sagen. Alter. Gucken, was er hier will. Gib mir aber mal mein. Willst du mir eine neue Karre besorgen? Ich bin in Barclay. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Schon mal von Enzo Conti gehört? Ich glaube, Sammy hat ihn mal erwähnt. 61 Jahre, Mafia-Urgestein, hat seit Ewigkeiten in Barclay Mills das Sagen. Erst hat er die Eisenbahn erpresst, dann ist er auf Industriemüll umgestiegen. Das ganze schwere Gerät, das Material für den Casinobau, Stahl, Betonschalungen, das ganze Zeug, ist alles mit Enzos Zügen rangeschafft worden. Das ist Equipment im Wert von Millionen. Wer hat den ganzen Scheiß offiziell in Empfang genommen? Marcano ist ein Gangster, also braucht er einen Partner, eine Art Schattenmann. Wenn das so ist, hat der eine gute Tarnung. Aus seinen Akten bin ich jedenfalls nicht schlau geworden. Also muss Enzo uns sagen, wer das ist. Laut meiner Quellen ist Enzo kein Fan des Casinos. Er glaubt, alle außer Sal Marcano werden voll auf die Schnauze fallen. Vielleicht bringe ich ihn so auf unsere Seite. Wird schwer sein, ihn zu überzeugen, aber versuch's ruhig. Seine Eisenbahn-Connection steht noch und den Industriemüll muss er ja irgendwo bunkern. Da würde ich mal anfangen. Ich übernehme seinen Bezirk. Dann rufe ich ihn vom Motel aus an und mache ihm Angebot. Wenn er nicht mitspielt, zeigst du ihm, wie die Vietcong sowas lösen.